Guten Tag zusammen. Das Gold und das Silber wurde sich gewünscht. Es ist Sonntagmorgen, ziemlich früh. Aber wir machen das. Ich muss versuchen, bei dieser Analyse jetzt einfach mal die Ukraine völlig wegzulassen. Während ich diesen Clip hier aufnehme, habe ich keine Ahnung, was da drüben passiert und auch in den nächsten paar Tagen weiß ich es nicht. Aber wenn ich das immer im Kopf habe, dann darf ich gar nichts mehr machen. Deswegen, ich versuche jetzt hier also die Ukraine völlig rauszulassen und mich einfach nur auf den Chart zu konzentrieren. Was anderes bleibt mir da jetzt nicht. Das ist der Monatschart im Gold. Ja, wir verlassen diese Flagge hier. Wir gehen hier raus. Man sieht hier auf Monatschart, wie gesagt, es gibt hier einen Widerstand. Der ist aber 1900. Wir sind von der Technik her völlig in Ordnung. Kann man nichts sagen. Ja, MACD ist gut, Oszillator ist gut. Ist alles nach oben gerichtet. Recht enge Bänder. Endlich mal. Ja, weil enge Bänder sagen, der Markt ist so eine Art, naja, groß angelegten Chill-Modus und der will da raus, nach oben oder unten. Ja, das hatten wir hier also auch. Das ist in etwa so der gleiche Abstand von den Bändern wie hier. Hier diese lange, lange Seitwärtsphase zwischen 12 und 1300. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche. Hier sieht man es noch deutlicher, wie das Ding hier rausgegangen ist. MACD positiv, Stochastik positiv. Wir sind über dem letzten Widerstand, den wir hatten. Wir liegen jetzt hier kurz, wir waren ja schon 1900, an diesem Bereich von 1900. Auch hier vom Chart her sieht das wirklich gut aus. Jetzt gehen wir auf den Tag. Das ist jetzt der Tag hier. Ich hätte diese Linie hier weiterziehen können, aber das sah ich jetzt nicht als so notwendig an. Wir haben diesen Widerstand hier bei 1833 überlassen. Da rechnet momentan auch die 20-Tage-Linie, ist auf jeden Fall ein Unterstützungsniveau. Wir sind hier von der Technik her vom Trendfolger weiter positiv. Die Stochastik gilt als überkauft, aber ich habe kein Verkaufssignal. Also wir haben diesen langen, ich hole mal rein, diesen langen Trend hier vom ehemaligen oder vom noch All-Time-High haben wir gebrochen, sind wir durch. Wir haben diesen horizontalen Widerstand gebrochen, sind wir auch durch. Also das sieht grundsätzlich positiv aus. Was mir auffällt immer wieder, ist diese Geschichten hier. Ein hektisches Hochkaufen und sofort die Klatsche. Hier genauso. Ich mache es noch ein bisschen größer. Und da wird innerhalb von einem Tag, werden also hier 8, 9 Kerzen oder 8, 9 vorangegangene Tage ja, terminiert. Hier genauso. Hier haben wir es auch. Immer wieder diese schnellen Abverkäufe. Hier auch überall da, wo die Maus ist. Und tatsächlich, mich hat das, wann war denn das, vor 2 Wochen? Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Wir sind hier drüber gegangen, sowohl über den horizontalen als auch über diesen langen Downtrend drüber gegangen, haben auch drüber geschlossen. Zack, abverkauft. Damit muss man immer wieder rechnen beim Gold. Ja, das ist, ich habe mal nachgeschaut, es gibt 11.000 Scheine aufs Gold, also K.O.-Scheine. Das ist eine Menge. Das ist richtig, richtig viel. Und ich glaube, lediglich die Währung haben mehr. Also wie dem auch sei, wir sind durch alles hier durchgegangen und er hat sich ordentlich bemüht oder gut gemacht, das Gold. Ich habe kein Verkaufssignal. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich hier jetzt nochmal ein bisschen umschmusen, die 1915. Vielleicht, weil danach gibt es nichts anderes. Sogar die 1951. Ich habe sonst nichts vom Chart. Also das sieht grundsätzlich ganz gut aus. Wie gesagt, Ukraine war völlig außen vor gelassen, gar nicht dran gedacht. Das sieht grundsätzlich in Ordnung aus. Vor dem Hintergrund des Wissens, dass es immer wieder diese Abverkäufe gibt, wie hier und da, muss ich auch damit rechnen, genau wie wir es hier hatten, dass wir durchaus nochmal auf diese Linie hier, die 1832, auch mal runtergehen können. Aber ich denke, auf Sicht von 2, 3 Monaten, auch vor dem Hintergrund der eben gezeigten Monatstechnik, sieht das Gold nach wie vor in Ordnung aus. Ein Short ist das für mich hier momentan nicht. Um Short zu gehen, müsste ich Umkehrkerzen abwarten. Dojis, Shooting Stars, Bearish Engulfing Patterns, so Zeug. Aber das habe ich jetzt momentan nicht. Also, Gold wird momentan seiner Krisensicherheit irgendwie wieder bewusst. Ich habe euch diese Scheine mal hier mitgebracht. Und zwar ist das, ich habe 2 Calls genommen, 1776. Da sind wir ungefähr hier im unteren Band. Das ist die GX4V0N. Da habe ich aber auch eingenommen, der tiefer ist. Für den Fall, dass wir nochmal hier runter gehen, muss man schauen, ob diese Linie dann hält bei 1830. Habe ich den hier mitgebracht, 1746. Das ist die GX2Y0P.
Da sind wir also ungefähr hier und das sieht im Chart, das hängt mit diesem Punkt hier zusammen. 1746. Als Put habe ich nur eingenommen, der liegt weit, weit weg. Momentan weit, weit weg, aber das Gold, ich habe da kein Problem mit dran zu glauben, dass das, je nachdem, was da passiert, auch mal ganz schnell reagieren kann. Den habe ich hinter das All-Time-High gelegt. Bei der 2133, das ist die GX4 WM0. Den würde ich allerdings erst dann wieder nehmen, das ist rein für die Watchlist, wenn wir hier drunter gehen sollten, unter die 1833. Dann kann ich aber auch mir aus den 11.000 Scheinen einen raussuchen, der ist höher. Den würde ich dann hinter das letzte Hoch, wo auch immer das sein wird, legen. Da muss ich nicht so weit weggehen. Der hat, glaube ich, einen Hebel von 8 momentan, wenn ich es richtig gerechnet habe. Also ich finde, es sieht vom Chart her grundsätzlich in Ordnung aus. Es hat diesen ganz langen Trend gebrochen. Es hat diesen horizontalen Widerstand rausgenommen. Es liegt über dem letzten Interimshoch. Sieht an und für sich echt okay aus. Jetzt gehen wir mal auf Silber. Das ist der Monatschart vom Silber. Das hat eigentlich viel mehr Potenzial, wenn ich sehe, dass auf tiefstem Niveau dreht es hier unten über den Oszillator nach oben. Hier kommt eine Unterstützung rein über das MACD. Wir haben die 200-Monats-Linie nicht gesehen, sind aber schön nah dran gelaufen. Wir kämpfen hier, das wird ihr gleich besser sehen, mit diesem Trend. Wir haben das untere Bollinger Band fast gesehen. Wir haben diese Unterstützung hier verteidigt. Einmal, zweimal. Für mich sieht das in Ordnung aus, mit mehr Potenzial als das Gold. Gucken wir mal auf die Woche. Hier, auch im neutralen Bereich nochmal nach oben gedreht, positiv über das MACD, spielt auch hier natürlich mit dem Trend. Ganz enge Bänder, ja, da sind wir hier momentan bei 21,5 zu 25, das ist eng. Für Silber ist das eng, wir hatten schon ganz andere Sachen, sowas hier zum Beispiel. Sieht für mich also auf Wochensicht auch okay aus. Jetzt den Tag. Jetzt ist die Frage, wie spitz der Bleistift ist. Ja, ich kann diesen Trend hier auch ein bisschen nach oben ziehen. Dann sind wir auf jeden Fall dran. Das kann man anders gar nicht sagen. Ja, so passt das. Wir sind dran. Wir umspielen diesen Downtrend hier. Wir sind an oder kurz vor der 200-Tage-Linie. Und wir gelten über den Tagesbereich als leicht überhöht. Das ist dem hier geschuldet, dieser Bewegung von 22 hoch auf 24. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das Silber hat sogar etwas mehr Potenzial als das Gold vor dem Hintergrund der Technik. Und da habe ich folgende Scheine mitgebracht. Das sind die hier. Das eine ist ein 20,48er. Da liege ich noch unter diesen ganzen beiden Lows hier, unter diesem Doppelboden hier. 20,48 ist ungefähr hier. Das ist ein relativ kleiner Hebel. Ich hole es mal näher ran. Aber man muss ja nicht immer einen Riesenhebel machen. Das ist die JN5FQW, Basis 20,48. Beim Put bin ich auch weiter weggegangen, und zwar hinter dieses letzte Zwischenhoch, oder vielmehr vorletzte Zwischenhoch, wenn das das letzte ist. Das ist die 2602, das ist die JN33VU. Der liegt also dann ungefähr hier. Den würde ich aber auch genau wie beim Gold erst dann nehmen, wenn wir Umkehrkerzen haben. Ja, Dojis. Mal gucken, hier hatten wir zum Beispiel einen Dojis, gefolgt von einem Shootingstar, solche Geschichten. Vorher nicht, aber auf die Watchlist auf jeden Fall. Ich glaube, das wird eine ziemlich hitzige Woche in den beiden Metallen werden. Kommt gut durch die Woche. Ja, wenn ihr nichts machen müsst, dann macht's nicht. Ja, und Geduld, das ist auch ganz wichtig. Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.